Herzlich willkommen zu einem neuen Tommy Finke Videoblog. Ich hatte ja versprochen, wenn ich irgendwie in die Campus-Charts einsteige, dann trinke ich eine Flasche Sekt und spiele für euch Canossa. Wettschulden sind Ehrenschulden oder beziehungsweise Versprechungsschulden in dem Fall. Ich mache das natürlich für euch. Ich fahre gleich eher auf ein Konzert. Tenacious D spielen in Düsseldorf und ich habe mich nicht lumpen lassen und die kleinste Flasche Sekt aufgetrieben, die es aufzutreiben gab. Danke dafür an Katharina, die diese Flasche Sekt für mich aufgetrieben hat. Nichtsdestotrotz, ich habe nichts gegessen bisher und es ist eine ziemlich, 11,5%. Ich werde diese Flasche Sekt jetzt exen und dann spiele ich für euch Canossa. Was tut man nicht alles? Es ist wirklich, sie ist gerade geöffnet, sie dampft noch ein bisschen. Ich bin auch kein Sekttrinker, so wirklich. Ganz furchtbar. Immer diese süße Patsche. Aber hilft ja nichts. Ich hab's versprochen. Ah, furchtbar. Ich werde in dieses Video auch keine Schnitte machen, das wäre unfair. Das könnte ja so aussehen, als würde ich schummeln. Ich meine, okay, bei so einer kleinen Flasche ist das jetzt nicht die Welt, aber ich hasse Sekt, wirklich. Ganz furchtbar. Rotkäppchen. Halbtrocken. Ich bin kein großer Sektkenner, aber ich schätze, das ist trotzdem Plörre. Furchtbar. Und so viel Kohlensäure. Wer verkauft sowas? Rotkäppchen. Erleben Sie fantasievolle Momente mit Rotkäppchen. Bereits seit 1856 pflegen die Kellermeister der Sektkellerei Rotkäppchen die Kunst der Sektbereitung. Sekt. Entdecken Sie unser vielfältiges Sortiment aus Sekt und Wein sowie die Welt von Rotkäppchen. Tja, Rotkäppchen. Ein Märchen, in dem es um... Worum geht es eigentlich bei Rotkäppchen? Ist das eine Vergewaltigungsgeschichte, wie manche meinen, oder ist es doch nur ein Märchen für Kinder? Ich weiß es nicht, aber ich trinke weiter diese Flasche Sekt, bevor ich Canossa für euch spiele. Okay. Das kann man wohl als leer bezeichnen. So ein bisschen angeduselt bin ich jetzt auch. Viel Spaß. Und danke, dass ihr mich auf Platz 3 gewotet habt. Ich hab das alles gar nicht so gemeint, doch wenn man das jetzt wieder guter Wille erscheint, knie vor dir wieder, wie du wolltest, mein Herr. Ich bitte gnädigst und verzeihung, wie du siehst, bin ich hier. Und ich warte auf ein Wunder, wie es mir war, Spaß war dafür. Ein Wunder ewig in der Gosse lag, ey. Hab mein ganzes Leben noch kein Wunder gesehen, außer erlaubt mir zu erzählen, was hier ständig geschehen. Ich hab mein ganzes Leben noch kein Wunder gesehen. Ich kann aus der Knie vor dir nieder, wie du wolltest, mein Herr. Und ich sage das nicht zweimal, wie du siehst, bin ich hier. Und ich warte auf ein Wunder, was die Balken mit dir. Sonst bist du bis dort Abend in der Gosse gelegt, ey. Hab mein ganzes Leben noch kein Wunder gesehen. Und hör auf mir zu erzählen, was hier ständig geschehen. Ich hab mein ganzes Leben noch kein Wunder gesehen. Mein Mann, jetzt darfst du einsam.
so schlecht, wenn man bedenkt, dass ich die ganze Zeit unheimlich rülpsen musste. Danke nochmal fürs Wählen. Wählt weiter und ich fahre jetzt gleich aufs Konzert. Tenacious D, das wird sowas von Rock'n'Roll. Da kann ich selber einpacken, aber das wisst ihr ja eh. Aber wenn ihr weiter Schlagerschmuse Rock'n'Roll hören wollt, dann seid ihr bei mir genau richtig. Schaltet wieder ein zu einem neuen Top 4. Bin ich betrunken von ein bisschen? Glaube ich. Geh lieber.